Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich von Mensch zu Mensch. Heute habe ich die liebe Angelika Pia van der Weide hier bei mir zu Gast. Liebe Angelika, ich freue mich ganz besonders, dass es geklappt hat heute, dass wir heute dieses Gespräch führen dürfen. Und ja, ich möchte einfach mal noch vielleicht vorab erzählen, ganz kurz, bevor ich dir dann das Wort gebe, wie wir uns kennengelernt haben, die Angelika und ich. Es war also beim Peter Denk auf dem Matrix-Kongress im Oktober. Du hattest den Stand neben mir und an dem Tag hatten wir leider wenig Zeit, uns auszutauschen, weil dein Stand war ja auch in Dauerbelegung, wie ich das mitgekriegt habe, genauso wie bei mir. Aber es gab ja nachher kurz vor Weihnachten nochmal ein kleines privates Treffen beim Peter Denkober. Das war, glaube ich, eine Woche vor Weihnachten. Da waren wir so eine kleine Gruppe von 30 beseelten Menschen. Und das hat einfach wirklich auch mir wieder gut getan, mal so die Seele baumeln zu lassen und von Mensch zu Mensch sich auszutauschen. Ja, und liebe Angelika, da haben wir natürlich ein bisschen Zeit gehabt, uns einmal intensiver auszutauschen, was ja auf dem Kongress nicht möglich war. Und dann habe ich auch mal deine Arbeit etwas kennenlernen dürfen. Ja, du tust ja auch so Coachings machen und mit Menschen arbeiten. Und du hast mir da die Karte gelegt. Das war jetzt halt am Sonntagmorgen dann so eine halbe Stunde. Und es hat schon was bei mir bewirkt. Ja, der kleine Rainer hat an sich arbeiten dürfen. Aber mehr gehe ich jetzt nicht rein, weil das privat war, persönlich war. Ja, liebe Angelika, dann stell dich doch einfach mal am besten, stell dich selber mal für mein Publikum vor, was du so machst, was deine Intention ist, jetzt auch so ein bisschen vorausschauend für die nahe Zukunft. Du arbeitest auf jeden Fall auch mit Menschen. Und ja, stell dich mal vor, was du so machst. Genau. Ja, hallo lieber Rainer, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich Gerne. freue mich sehr, dass wir heute wieder beieinander sind, wenn auch nur virtuell. Ja. Und ich denke sehr gern an die Zeit zurück und an das besondere Treffen am See Ja. und habe die Zeit mit allen Teilnehmern sehr genossen und auch das Kennenlernen von dir war mir eine ganz besondere Freude. Ja, was mache ich? Wie kam ich zum spirituellen Coaching mit Karten? Ich muss dazu sagen, dass ich als junger Teenager schon total fasziniert war, weil meine Oma bereits Karten gelegt hat und ich mich immer gefragt habe, wie macht sie das? Was hat es damit auf sich? Und ich habe dann als Teenager, ich weiß noch, mein erstes Deck war dann ein Rider-Waite-Tarot, was ich mir selber dann irgendwann angeschafft habe. Aber das war mehr so Spielerei, so wie Teenager das eben machen. Und dann habe ich nach vielen Jahren, ich habe das dann wieder weggepackt, dieses Deck. Und ja, das lag dann erstmal in der Ecke. Und nach vielen Jahren kam dann eine Heilerin, die mir ein erstes Orakeldeck geschenkt hat und das war das erste Kartendeck, zu dem ich wirklich sofort einen Zugang gespürt habe und mit dem ich dann auch wirklich intensiv angefangen habe zu arbeiten. Und ja, meine Reise war dann so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe viele Jahre Kinder mit Defiziten betreut, da in allererster Linie Autisten. Ah ja. Durch diese Arbeit ist mir klar geworden, wie wichtig es ist, immer wieder in die Achtsamkeit zu gehen. Weil Autisten werden sehr schnell durch viele Dinge im Außen getriggert. Und da war eben das für mich eine wunderbare Schule der Achtsamkeit, also eine Achtsamkeitsschule, immer wieder reinzuspüren, komplett konzentriert dabei zu sein, aber auch mit dem Herzen zu sehen, wo sind die Bedürfnisse dieser Kinder? Was könnte jetzt vom Außen kommen, was sie eventuell aus der Balance bringt? Und das war für mich auch so ein ganz klarer Hinweis darauf, wie wichtig es ist, nicht nur im Umgang mit solchen Menschen, sondern mit allen Menschen und auch im Alltag mit Achtsamkeit allem zu begegnen und immer wieder die Achtsamkeit mit einfließen zu lassen. Genau. Ja, Und wunderbar. das Coaching mit Karten, das war dann, ja, das kam dann irgendwann hinzu. Und wenn man den ersten Schritt gemacht hat, kommt der nächste und plötzlich war ich im Fluss.
Genau. Du bietest ja auch, also wie gesagt, ich werde von der Angelika ihre Webseite dann noch in die Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr euch selber mal ein Bild bei der Angelika auf der Seite machen. Du bietest ja mehrere Arten von Coachings an, ja. Und ja, also lass uns da ruhig einmal nochmal in das Thema tiefer einsteigen, so mit innerer Achtsamkeit leichter durchs Leben. Ja, ich denke, gerade jetzt in dieser schnelllebigen Zeit, ja, wo jeder nur noch im Konsum hinterherrennt und noch schneller, das ist ja auch immer meine Intention, wo ich immer sage, richtet euch wieder jeden Tag aus, ja. Bleibt bei euch, zentriert euch, weil es kommen ja so viele äußerliche Faktoren, wo uns antriggern, sage ich mal, ob bewusst oder unbewusst. Deswegen ist es meiner Meinung nach wirklich so immens wichtig, immer wieder sich selber wieder jeden Tag sozusagen eine Ge Gedankehygiene zu halten. Ja, wo stehe ich energetisch? Bin ich in meiner Achtsamkeit? Das sind wir wieder im Thema. Wo richte ich meinen Fokus, wo richte ich meine Energie hin? Und ich meine, wie siehst du das? Ich denke, da sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander, darauf, wo wir unseren Fokus richten, dem geben wir ja Kraft, Energie. Also ist ja meine Intention immer auch dahingehend, die Menschen wirklich in die positive Schöpferkraft zu bringen, weil Gedanken haben Einfluss auf Materie. Also lasst uns doch jetzt was Schönes, achtsam mit unseren Gedanken umgehen, was Neues erschaffen. Wie siehst du das, liebe Angelika? Das sehe ich ganz genauso. Also es ist ja so, dass wir, wenn wir im Alltag sind, wir haben immer wieder Situationen, die uns mal kurz aus der Bahn werfen. Ich nehme immer so gerne das Paradebeispiel beim Autofahren. Und wie oft erlebt man das, dass Autofahrer irgendwie den Weg kreuzen oder in der Nähe sind, die dann irgendetwas Unberechenbares machen, was einem selber dann so aus dem Konzept bringt oder ein bisschen triggert. Und ich nehme mich da selber nicht aus. Ich bin da auch mal gerne schnell mit einem Schimpfwort dabei, wo ich immer wieder dankbar bin und lernen darf. Stopp, geh mal rein, spür mal rein. Warum kommt das jetzt so bei dir an? Und wie kann ich das Ganze drehen? Wie kann ich diese Energie drehen, damit erstmal bei mir was anderes passiert, aber dass ich auch diesen Fluss, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Schimpfwort oder einen negativen Gedanken an diesen Autofahrer geschickt habe, wie kann ich das wieder umdrehen? Und dazu ist es gibt ja zum Beispiel unendlich viele Möglichkeiten. Eine davon ist, in den Schuhen des anderen zu gehen. Dass man zum Beispiel sagt oder sich überlegt, was hat dieser Mann oder dieser Mensch, der jetzt gerade da hinterm Steuer sitzt, der mich triggert, was hat der bis jetzt für einen Tag hinter sich gebracht? Was ist bei ihm gerade los, dass er jetzt sich so verhält im Verkehr? Einfach mal bewusst in dieses Gefühl reingehen und mehr aus dem, also nicht aus dem Verstand heraus, sondern da auf die Herzebene zu kommen und reinzuspüren, wie sich das verändert, wenn ich schon einen anderen Gedanken hege und den dann auch aussende. Und man kann das umdrehen, dass man vielleicht ein Lächeln in dieses Auto reinsendet oder dem Menschen zuschickt oder dass man einfach einen positiven Gedanken schickt. Einfach den negativen Gedanken, dass man sagt Storno und ich ersetze ihn durch einen positiven Gedanken. Das ist mal so eine kleine Geschichte. Es gibt auch viele Situationen, wo wir immer wieder in dasselbe, also wir sind ja geprägt von Mustern und wir kommen immer wieder in bestimmte Muster rein, die wir, wenn wir nicht in die Achtsamkeit gehen, einfach nicht durchschauen und so auch immer wieder fortsetzen. Ganz bekanntes Beispiel, wir haben Stress und essen Schokolade. Ja, genau. Genau, und da zum Beispiel dann reinzuspüren, Moment, was verursacht mir Stress? Was kann ich tun, um diese Situation zu ändern? Wie kann ich das drehen? Wie kann ich das Schokoladeessen ersetzen, indem ich mir selber einen liebevollen Gedanken schicke oder die Situation durchleuchte, die mir gerade Stress verursacht? Also es gibt so verschiedene Mittel und Wege der Achtsamkeit. Du hast es eben auch schön am Anfang gesagt.
Dieses Zentrieren, einfach tief durchatmen, gucken, wo sind meine ganzen Körper, so ein Bodyscan zu machen, wo bin ich gerade bei mir, einmal kurz durchatmen und schon ist derjenige, der sich zum Beispiel auch an der Kasse vordrängelt, gar nicht mehr so schlimm. Ja, sehr schön. Ja, ich denke, die neue Zeitqualität, die wird uns dahingehend noch viel, viel mehr fordern. Ich sage es auch immer, wir sind wirklich erst jetzt am Anfang der Transformation. Und wie siehst du das jetzt? Mein, okay, wenn. Ich habe es letztes Mal in meinem Solo-Video auch kurz angesprochen, vielleicht können wir da auch mal ein bisschen einsteigen. Du arbeitest ja auch mit Menschen, indem du die Karte legst, ja, und du hast ja bei mir ja auch was rausgefunden, wo ich an mir arbeiten durfte, ja. Ich sag mal, auch diese, oftmals sind es diese kleinen Traumas, ja, wo noch bei uns sitzen, ja, die jetzt natürlich im Zuge der Transformation jetzt so langsam nach oben kommen und vielleicht auch noch mal angeschaut werden sollen, mit Liebe aufgelöst worden. Hast du da in der Richtung auch Erfahrung, wenn du jetzt zum Beispiel deine Beratungen machst mit Menschen, die Karte legst, sind da auch viele so Themen dabei? Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Menschen ja kommen, ganz häufig mit einem Thema, dass sie oder dass sie eine Frage dabei haben, wo sie an einer bestimmten Stelle, an einem Punkt ihres Lebens nicht weiterkommen. Muster, die sich immer wiederholen, die wiederkehren und man hat es selber nicht durchdrungen, wieso laufe ich bei einem bestimmten Thema immer wieder gegen die Wand? Wieso? Also ich sage jetzt mal nur Beispiele. Wieso finde ich keine Arbeit? Wieso lerne ich immer wieder den falschen Partner kennen? Und es war jetzt in der letzten Zeit verstärkt, das war also wirklich auffällig, dass immer wieder in diesen Readings sich die Ahnenthemen gezeigt haben. Und das ist ja nachweislich, man hat ja da schon geforscht am Max-Planck-Institut und auch in Freiburg. Und man weiß tatsächlich, dass durch die DNA und auch durch eine epigenetische Modifikation der Plan, wie die DNA abgelesen wird, dass das tatsächlich von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das heißt, wenn also ein ganz be bestimmtes Dauerbrenner-Thema, sage ich jetzt mal so, sind ja die ganzen Kriegserlebnisse, die Kriegsopfer, die so unendlich viele verschiedene Traumata durchgemacht haben. Und auch da wird etwas fortgesetzt und weitergetragen, was sich dann in einer nachfolgenden oder sogar in einer nachfolgenden Generation. Also es gibt ein Beispiel, was sehr interessant war, was ich hier gerne mal kurz schildern möchte. Es gab sogar eine Sendung dazu. Und da wurden drei Generationen genommen. Die Großmutter, die Mutter und der Sohn. Und der Sohn hat in jungen Jahren, wenn er in die Diskothek gegangen ist, hat sich immer wieder gewundert, warum er Panikattacken bekommen hat, wenn ihm am Eingang der Diskothek ein Stempel auf die Hand gegeben werden sollte. Okay. So, dann hat man sich mal zusammengesetzt, auch mit Fachmenschen, und hat das Ganze mal beleuchtet. Und dann kam heraus, dass die Großmutter in der dunklen Zeit unserer Geschichte deportiert worden war. Und dieses gestempelt werden. Dieses Trauma hatte sich so verankert, dass sich das tatsächlich beim Enkelkind dann gezeigt hat. Und so gibt es eben, man hat geforscht mit Tieren, also man hat zum Beispiel Versuche gemacht mit Mäusen, dass man eine Generation Mäuse genommen hat und hat ihnen im Labor einen Schmerz zugefügt. Das ist nicht schön, so werden diese Experimente nun mal gemacht. Man hat ihnen während des Schmerzzufügens zeitgleich hat man ihnen einen Blumengeruch vorgesetzt. Da hat dann diese Verknüpfung stattgefunden bei diesen Mäusen, Schmerz, Blumengeruch. Und dann hat man die nachfolgende Generation genommen und hat nur den Blumengeruch vorgesetzt. Das war irgendwie ein intensiver Lilienduft. Und diese nachfolgende Generation Mäuse hat genau die gleiche Schmerzreaktion gezeigt wie die Generation zuvor. Also das sind alles Experimente, wo man Rückschlüsse draus ziehen kann, dass da tatsächlich etwas passiert und dass das kein Hokuspokus ist und wie man ja
bei Menschen sieht, dass sowas fortgetragen wird. Und ich erlebe eben in meiner Arbeit, dass wenn man solche Themen beleuchtet und mal tiefer dringt und dann diese Sachen aus der Ahnenreihe hochholt und ins Bewusstsein bringt, dass dem Kunden klar wird, was bei ihm da unbewusst immer wieder abgelaufen ist, dann kann man diese Muster auch durchbrechen. Also das Wichtige ist, das ins Bewusstsein hochzuholen, das anzugucken und dann kann man in die Bearbeitung gehen. Ich möchte einen Fall nur nennen, den ich hatte. Ein junger Mann hatte mich gebeten, ich möge bitte bei ihm mal das Thema Arbeitssuche beleuchten. Er hatte monatelang gesucht. Er hatte monatelang gesucht, hat nichts gefunden und war verzweifelt. Er war auch schon etwas älter, eigentlich kurz vor der Rente, aber voller Power und wollte einfach weiterarbeiten. Die Karten, es war erstmal ein großes Kuddelmuddel für mich. Es hat keinen Sinn ergeben. Und ich ziehe dann immer Klärungskarten drauf und auf einmal wurde es transparent. Es war also klar, dass da bei der Mutter ein bestimmtes Muster gelegt wurde bei diesem jungen Mann, was sich so tief eingebrannt hatte in seiner Seelenmatrix, sage ich immer. Und diese Problematik hat er im Berufsleben. Er ist immer wieder mit Frauen im Beruf gescheitert. Und in dem letzten Job, den er hatte, hatte er dann eine Chefin. Und das war natürlich dann der Super-GAU. Und das war nicht gelöst, dieses Thema. Da war also so eine Hemmschwelle und eine Barriere. Und nachdem das transparent wurde, haben wir das angeguckt, haben das bearbeitet und wenige Wochen danach habe ich die Info bekommen, ich habe heute meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und so sind die Dinge. Also ich könnte da jetzt unendlich viele Beispiele fortsetzen, wo Dinge gelöst werden, wo die Menschen hinterher dann kommen und sagen, da ist eine Tür plötzlich aufgegangen. Und das ist eben einfach eine schöne Arbeit, die ich aus vollstem Herzen gerne tue, weil es eben Menschen in die Freiheit bringt und letztendlich auch dadurch möglich ist, dass sie ihrem Seelenplan weiter folgen können. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast, ihren Seelenplan, ja. Und auch nochmal ganz wichtig, möchte ich auch nochmal kurz einwerfen, die Ahnenarbeit ist wirklich immens wichtig. Ich merke es im Moment auch bei mir. Da rufe ich oft immer, gerade auch, gestern hatte ich auch wieder schamanische Krafttierreise, dann haben wir auch wieder die Ahnen gerufen. Und ich habe ja zum Ende vom Jahr ja auch ein Solo-Video gemacht, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt auch so das Gefühl, ja, wir wissen ja, wer jetzt aber nur noch kurz zum Abschluss, weil ist ja halt uns eigentliches Thema Trauma, sondern die Achtsamkeit wollen wir da nachher wieder einsteigen. Aber ich merke halt, dass es gibt ja die kollektive Traumas, die wir jetzt alle mit uns noch, die Schattenthemen, die wir jetzt noch auflösen dürfen, ja. Ich habe im Moment auch sehr, sehr intensive Träume von meiner Kindheit, wo ich vorher auch gehabt habe. Da sind noch Baustellen gewesen, wo du ja mir die Impulse gegeben hast. Und was ich aber auch spüre, es gibt ja sowas wie ein kollektives Trauma für eine ganze Volksseele. Ja? Richtig. Wir Deutsche sind ja da besonders traumatisiert und das scheint sich jetzt auch so in die Auflösung zu kommen. Das heißt, das Tor zu unseren Ahnen wird wieder, also auch kollektiv für die Volksseele, habe ich so auch das Gefühl, das öffnet sich gerade wieder, sodass wir wirklich wieder in unsere Kraft kommen, ja, dass wir wieder wirklich aufrecht stehen, ja, und sagen, jawohl, ich stehe für die Dinge ein, die ich tue, ja, und lass mich da nicht beirren. Und das sind auch Themen, wo wir haben es ja jetzt gesehen. Der Januar ist ja gleich richtig rasant losgegangen mit den ganzen Bauernaufständen und so weiter. Klar, da kam wieder die Ablenkung vom Mainstream, ja, wo wieder gegen rechts demonstriert wurde, gegen die AfD. Aber da wollen wir jetzt gar nicht einsteigen in das Thema. Da gibt es auch genug Videos dazu. Und von dem her wird es mit Sicherheit energetisch gesehen, sage ich mal, Angelika, habe ich so das Gefühl, dieses Jahr wird noch ein herausforderndes Jahr, wo ich jetzt gefühlsmäßig so spüre, so große Planungen, wo ich so mehrere Monate vorausplane, ist nicht mehr, weil die Zeitqualität ist derart dynamisch,
Jetzt bin ich gerade ein wenig unscharf vor. Guck mal an. Richtig. Ja. Ja, vielleicht noch Guck einmal mal. justieren. Super. Jetzt sehe ich dich Jetzt ist doch wieder. einmal Ja, wieder genau. klar. Jetzt ist doch einmal wieder klar zu sehen. Ja, weil das sind die Energien. Ich weiß auch, in dem Moment habe ich gerade Störfelder ein bisschen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Vor lauter Kamera. Was wollte ich jetzt? Also, dass dieses kollektive Trauma und dass das Tor zu den Ahnen auch wieder Genau. größer wird, und das empfinde ich tatsächlich genauso, dass der Schleier, also Genau. zumindest für mich, der ist ja so, der war sowieso schon immer sehr dünn, weil ich da auch eine gute Anbindung habe und da eben auch teilweise nicht auf Bestellung, das muss ich dazu sagen, aber auch Kontakt mit Verstorbenen bekomme. Also wenn das dran ist und tatsächlich zugelassen wird und ich auch ein Gegenüber habe, der diese Botschaften dann auch versteht und damit arbeiten möchte, Ja. da werden teilweise wirklich auch sehr, sehr tiefe Nachrichten und wichtige Impulse dann nochmal durchgegeben von der anderen Seite. Sehr schön, ne? Tatsächlich. Wunderbar. Genau. Und deswegen ist ja eigentlich das Thema die innere Achtsamkeit so wirklich so immens wichtig. Wenn man wirklich jeden Tag wieder sich neu auszurichten, wo stehe ich energetisch? Ja, ich, wie gesagt, ich habe es jetzt auch gemacht, wo ich jetzt die letzte Woche draußen war. Übrigens, ich wollte ja in Hamburg auch einen Vortrag machen, den habe ich jetzt aber abgesagt, weil das Lokal, wo ich den Vortrag machen wollte, hat wahrscheinlich gelesen, was ich so abhandle, hat gekündigt und irgendwie mein Gefühl hat mir gesagt, direkt in Hamburg drinnen, energetisch gesehen, weißt du, ich habe da einfach, ich ertrage die große Städte nicht mehr, weil ich bin so feinfühlig, ich spüre die Frequenzen. Deswegen liebe ich ja so der Ashram beim Peter Ober, weil das ist in sich ein geschlossenes Ding und da sind Menschen, wo Herzensmenschen, wo da sind und dafür kann man wirklich auch sich öffnen und arbeiten, aber in so Städte drin, in so Lokale drin. Und diese ganze Frequenz, ich habe gesagt, aufgehoben, ist nicht aufgeschoben. Vielleicht kommt ein anderer Zeitpunkt, aber jetzt im Moment habe ich einfach kein gutes Gefühl dabei. Und da habe ich lieber gesagt, lass mal lieber, weil das war auch für mich ein Wink aus der geistigen Welt. Wenn das Lokal, das wäre ja außerhalb gewesen, auf dem ländlichen, wäre für mich okay gewesen, aber weil der Wirt dann abgesagt hat, dann war das für mich so ein Wink aus der geistigen Welt, lass mal. Zu einem späteren Und Zeitpunkt. das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den du anschneidest. Wenn du da bei dir nicht in der Achtsamkeit wärst und reinspüren würdest, dann geht man da drüber. Das Ego stellt sich davor. Und was wäre passiert unter Umständen? Du hättest die Reise angetreten und es wäre ein Fiasko draus geworden. Also das, finde ich, ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Auch bei solchen, egal ob das jetzt berufliche oder kleine Alltagsentscheidungen sind, fahre ich jetzt irgendwo hin, mache ich dies oder das, dass man auch nochmal wirklich bei sich überprüft, ist da jetzt die Notwendigkeit da? Also dieses innere Bauchgefühl, diese Intuition, dass man die immer wieder einbindet und bei sich reinspürt. Ja, Weil super. dann, ja, genau. Ja, irgendwie war das dann für mich eine richtige Erleichterung, ja, und da gesagt, nee, gut, das soll nicht sein. Hör auf dein Gefühl, wenn du ein komisches Gefühl hast, obwohl derjenige Mann, der Sven wirklich ein ganz liebevoller Mann war und ich habe mit der Frau ein längeres Gespräch geführt und auch Herzensmensch habe ich gesagt, wir wollen uns noch treffen. Jetzt ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Deswegen meine ich ja, im Moment zu planen ist ganz schwierig. Ich habe jetzt auch für dieses Jahr noch kein Gefühl im Frühjahr, im Kongress. Früher habe ich ja mal im Frühjahr und im Herbst einen Kongress gemacht. Ich habe im Moment keinen Zugang, weil die Situation im Außen, um mal jetzt mal einen kurzen Blick auf die 3D-Matrix im Außen zu schauen, ist ja so unberechenbar, dass man im Moment wirklich jetzt sagen kann, was kommt als nächstes, ja? Und wenn das Gefühl dann da ist, dann ist das Gefühl da, ja? Da sind wir wieder bei der inneren Achtsamkeit. Und dann, bei mir geht es oft immer ganz schnell, Angelika. Ich kenne ja viele Menschen. Ich rufe ein paar Referenten an, habe da an dem Wochenende Zeit und zack, innerhalb von 2 Wochen steht oder einer Woche steht mein Kongressprogramm. Und dann reicht auch ein kurzer Vorlauf. Ich meine, ich habe ja da bei mir koi so eine riesige Halle wie beim Peter Ober, 150 Gäste. Ich mag es gern lieber im Kleinen, familiärer.
hat auch eine andere Qualität wie so große Veranstaltungen, die natürlich auch wieder ihre andere Qualität haben. Und ja, und du hattest mir noch vorher im Vorgespräch noch irgendwie was gesagt, wo du vielleicht noch gern vortragen möchtest. Ja, ich hatte mir vor kurzem auch, Ja. anlässlich eines Podcasts, hatte ich mir auch noch mal so Gedanken gemacht zum Thema Achtsamkeit. Ja. Und wir haben ja, also das ist für mich so eine riesige Schatzkiste, mit Ja. denen wir als Kind teilweise oder die meisten von uns schon Berührung hatten und die wir aber als Erwachsener noch mal ganz anders konsumieren und mit anderen Augen drauf gucken. Und das ist eben die große Schatzkiste unserer Märchen. Ja. Und da habe ich mal, es ist auch ein Märchen, was fast jeder kennt oder so gut wie alle, da habe ich mal das Märchen Schneewittchen so ein bisschen für mich auseinandergenommen oder habe das mal durchfließen lassen, was da reinkam. Und es ist also mit, wenn man mal davon ausgeht, man kennt die böse Königin und Schneewittchen, das sind zwei Personen im Märchen. Aber wenn wir jetzt mal diese Entsprechungsdeutung nehmen, dann möchte ich die Zuhörer jetzt mal bitten, sich die böse Königin und das Schneewittchen in einer Person vorzustellen. Und da ist mir irgendwie zugeflossen, dass die böse Königin für unser niederes Selbst und unser unbewusstes Ego steht. Und es ist ja mit der bösen Königin sowieso ein hochaktuelles Thema in unserer Zeit. Sie Ja, wollte die schönste. Gänsehaut. Ja, das ist Sie wollte lustig. die schönste sein im ganzen Land und das ist ja hochaktuell. Das ist ja so ein brisantes Thema. Fitnesswahn, Schönheitswahn. Wir kriegen es vorgelebt durch die Medien, Hollywood. Alle wollen super schön sein, nur hübsche Menschen sind erfolgreich. Also mit der bösen Königin, das ist sehr aktuell. Und wenn man Schneewittchen, den Anteil von dieser einen Person, böse Königin Schneewittchen, das steht für mich so für die reine Seele und für das höhere Bewusstsein. Und dann habe ich mich gefragt, welche Rolle hatten denn die sieben Zwerge? Ja, unsere sieben Sinne. Die sieben Sinne. Man streitet sich ja, oder einige Wissenschaftler streiten sich noch, gibt es fünf oder sieben Sinne? Aber wir kennen ja alle die fünf Sinne, hören, riechen, schmecken und so weiter. Und es gibt aber auch noch die inneren Sinne, also den Tastsinn, den vestibulären Sinn. Und also für mich standen die sieben Zwerge für die sieben Sinne, die immer wieder auch überprüft werden müssen. Und was hat Schneewittchen gemacht in diesem Haus der Achtsamkeit, im Haus der sieben Zwerge? Sie hat geputzt, sie hat immer wieder gereinigt, sie hat für die sieben Zwerge gekocht, also die Seele wurde genährt, wurde mit dem Richtigen genährt. Und irgendwann kam dann aber die böse Königin. Was hat sie als erstes mitgebracht? Bänder. Sie hat Schneewittchen den Leib abgeschnürt. Also das Herz wurde abgeschnürt. Die Anbindung zur Quelle wurde blockiert mit den Bändern. So. Also der Körper möchte sich immer wieder über das niedere oder das niedere Ego möchte sich immer wieder über die Seele erheben. Und die Bänder, das Abschnüren des Leibes, das war eben für mich auch nochmal so eine Entsprechung dafür, wie man immer wieder über dieses innere Spüren hinweggeht. Man spürt, also man schnürt sich selber die eigene Anbindung ab. Man versperrt sich selber den Zugang zum Herzen, wo doch alle wahrhaftigen Antworten gegeben werden. Und der giftige Kamm, den die böse Königin als nächstes gebracht hat, den sie Schneewittchen in den Kopf gerammt hat, der steht für mich für die vergifteten Gedanken oder auch für die Trugbilder, denen wir so oft aufsitzen. Dass wir also von außen etwas aufnehmen und das teilweise auch ungeprüft übernehmen. Also dieses angenommene Denken oder Glaubenssätze, die uns vorgelebt wurden, die uns eindoktriniert wurden. Wir setzen die sofort, ohne drüber nachzudenken. Also einer meiner schlimmsten Glaubenssätze ist ja, wenn früher das Kind ohne Mütze im Winter raus wollte, bitte nicht, du holst dir den Tod. Wow. Man muss sich das mal überlegen, was für ein Glaubenssatz da übernommen wird. Ja. Und die Zwerge sind immer wieder dazugekommen, haben das erste Mal die Bänder gelöst, das ging noch gut. Der Kamm konnte auch rausgezogen werden. Schneewittchen hat ihr Dasein weiter fristen können bis zu dem Moment mit dem vergifteten Apfel.
Und das war für mich die absolute Entsprechung dafür, dass wir so oft etwas ungeprüft runterschlucken, was uns dargeboten wird, und dass wir uns immer wieder von den vielen Angeboten verlocken lassen, die da draußen sind. Aber wir prüfen nicht. Wir schlucken das ungeprüft runter, obwohl es Gift für uns ist, obwohl es nicht die richtige Nahrung für unsere Seele ist. So, und was war dann im Märchen? Schneewittchen ist in einen todesähnlichen Schlaf gefallen. Man könnte es auch als Nacht, als die Nacht der Seele bezeichnen, also die Nacht der Seele. Und sie lag dann im Sarg wirklich in einer Metamorphose oder in einer Transformation. Das war für mich so dieser Dämmerzustand der Seele, in dem sich viele Menschen heutzutage auch befinden, weil sie eben die Anbindung verloren haben, weil sie verlernt haben, reinzuspüren. Und irgendwann kam ja dann der Königssohn, der Schneewittchen dann wach geküsst hat. Und das ist für mich das Entsprechungsbild dafür, dass alles, was aus Liebe geschieht und nicht aus Zwang, dass das die Erlösung ist, wodurch die Seele ins Erwachen kommen darf. Schneewittchen ist ja wieder erwacht. Wunderbar. Wow, ich habe durchgehend, schau mal, durchgehend stellst du mir die Haare. Das war so ein schönes Bildnis jetzt auch, wie du das jetzt gerade auch transportiert hast, ja. Also ich glaube auch, ja, das wird ankommen bei meinem Publikum, weil die Bildersprache oder jetzt in der Metapher von Schneewittchen, das zeigt eigentlich genau aktuell unser Zustand auf der Welt, ne? Und da sind wir wieder bei dem Thema. Achtsamkeit, prüfe, ja, schluck nicht alles runter, ja. Ich sag mal, die Schlange, die gespaltene Schlange, ja, oder die negative Frequenz, ich will jetzt gar nicht so tief in das Thema rein, die geben uns natürlich immer Verlockungen, ja. Und wo locken sie uns? Meistens am Materielle, ja, Reichtum, Ruhm, Ehre, Aufstieg. Das kannst du ja feststellen, wenn du die ganze Popstars siehst, die Megastars in der Musikszene, ja. Da wurde jetzt, glaube ich, auch wieder, ich habe es ja nicht angeguckt, weil so ein Blödsinn gucke ich mir nicht an, bei der NHL, warum die jetzt da NHL da von Amerika bringen, da haben sie ja anscheinend auch. Wird ja weltweit Milliarden von Menschen gucken das an. Und das ist natürlich immer wieder dann eine Möglichkeit, Botschaften zu senden. Und zwar Wieder was keine, Neues aufzupfropfen. genau, und zwar keine positive Botschaften. Und das Beispiel jetzt von dir mit dem Schneewittchen und den sieben Zwergen, fantastisch. Also ich glaube, jeder kann das verstandesmäßig nachvollziehen, und das ist genau der Ist-Zustand unserer Welt jetzt, ja. Und deswegen ist ja so diese innere Achtsamkeit immer wieder dich ausrichten, wo stehe ich energetisch, ja. Klar, wir kriegen ja so schnell Fremdprogramme aufgespielt oder Fremdtrigger gesetzt, ja, unbewusst. Und du wunderst dich dann, am einen Tag bist du wow, voller Energie und Zuversicht, und am nächsten Tag fällst du so in ein Loch rein, wo du denkst, was läuft denn jetzt wieder ab? Wieso bin ich so depressiv? Wieso so antriebslos oder so? Die arbeiten natürlich mit Frequenzen, ja. Und das ist eben, das war für mich so perfekt, diese Entsprechung, diese Ja. sieben Sinne, also dass man wirklich alle sieben Sinne versucht, immer mit reinzunehmen. Auch dieser kinästhetische und vestibuläre Sinn, also dieser Tiefensinn. Und dass man versucht, immer wieder reinzuspüren, weil es war ja wirklich so, dass wenn ich nochmal auf das Märchen zurückkomme, dass die Zwerge, die konnten zweimal eingreifen, aber als dann wirklich diese süße, verlockende Frucht kam, dieser Apfel, wo Schneewittchen nicht mehr widerstehen konnte, da konnten auch die ganzen sieben Sinne, die ganzen sieben Zwerge, sie konnten nichts mehr tun. Und das ist eben, und das ist die wichtigste Aussage, dass wir nicht etwas runterschlucken sollen, ohne das vorher genau überprüft zu haben. Also wirklich reinzuspüren, brauche ich das wirklich? Ist das jetzt im Moment die richtige Handlung zu diesem Zeitpunkt?
Und da immer wieder die Sinne mit reinholen und reinspüren. Ich sage immer, im Herz liegen alle Antworten, aber wir müssen uns auch dazu die Zeit nehmen, uns mit dem Herzen zu verbinden und immer wieder nach innen zu gehen. Und dann sind die sieben Zwerge auch präsent und aktiv. Ja, sehr schön, wunderbar. Wow, wirklich ganz toll. Ja. Und es ist ja ganz oft so, also es ist ja in ganz vielen Märchen wird ja immer wieder von so einem bösen Zauber berichtet, wo am Ende dann die Erlösung steht. Entweder indem man eigene Bärenkräfte aufbringt oder nachdem man verschiedene Prüfungen durchlaufen hat. Und das ist auch so, da wird dann aufgezeigt, dass es immer wichtig ist, auch zu einer gewissen Erkenntnis zu kommen. Also diese Prüfung, die in den Märchen durchlaufen werden, das ist ja das Sammeln von Erkenntnissen. Und also wichtig ist es, finde ich, wenn man auch mal so einen Sinn ausgeschaltet hat oder die nicht dabei hatte, dass man darüber nicht verzweifelt oder dass man sich selber verurteilt oder kasteit deshalb, dass man sagt, okay, es ist jetzt passiert, wir machen keine Fehler, wir machen alle nur Erfahrungen. Und beim nächsten Mal spüre ich dann wirklich genauer rein. Nehme mir diesen einen Augenblick mehr, um genau reinzufühlen, ist es jetzt wirklich dran in dem Moment, was ich vorhabe, oder muss ich jetzt wirklich die Schokolade essen? Wo kommt es her? Also Kleinigkeiten, ne? Aber eben auch die essentiellen Dinge, die unser Leben dann, ja, es sind Beispiele. Ich habe schon so oft Berichte bekommen, wo Menschen eine Reise nicht angetreten haben, weil sie die Anbindung hatten und das aufgenommen haben und gesagt haben, nee, ich bleibe jetzt doch mal zu Hause, ich mache das morgen. Ganz hochaktuelle Beispiele habe ich da, wo sich dann an dem Ort schreckliche Dinge zugetragen haben. Und Ja, Führung. Führung, aber ich spüre meine Führung nicht, wenn ich nicht angebunden bin. Wenn ich die Achtsamkeit nicht habe, das aufzunehmen, was tatsächlich transportiert werden soll. Ich muss ja offen dafür sein. Ja klar, sehr schön. Ja. Ja. Also Wow. ich vergleiche das immer mit so einem, wir kennen ja alle noch die alten Radios mit den Drehknöpfen. Ja. Und ich sage immer, das eine ist, das Radio anzuschalten. Das ist schon mal wichtig. Weil die geistige Welt, die wartet immer darauf. Die sind immer betriebsbereit, sag ich mal. Ja. Die sind immer im Geben oder auf Empfang Ja. ausgerichtet. Aber wir müssen ja nicht nur den Knopf drücken, um das Radio anzuschalten. Wir müssen auch noch den richtigen Sender einstellen. Die richtige Frequenz, ne? Die richtige Frequenz, du hast es. Genau. Genau. Ja, So ist es. wunderbar. Ja. Ja, liebe Angelika, möchtest du noch, ist dir noch was wichtig? Hast du noch einen Impuls? Weil normalerweise mache ich immer so am Schluss von unserem Gespräch, war gut, ich glaube, wir sind schon bei 45 Minuten, bitte ich immer meine Gäste noch, für meine Zuschauer, möchtest du noch so nicht überlegen, du überlegst eh, du lässt dich eh führen, das weiß ich. Hast du noch einen Impuls, was dir jetzt ganz spontan aus dem Herzen rausfließt, was du jetzt noch gern an meine Zuschauer, meinen Kanal mitgeben möchtest? Zum Thema passend würde ich mir wünschen, dass die Menschen mehr in ihre Achtsamkeit kommen, um ihre Anbindung zu finden oder wiederzufinden und aus dieser Achtsamkeit heraus alle Handlungen, die sie tun, erstmal zum eigenen Wohl auszuführen, was ja dann aber auch wieder in die Außenwelt transportiert wird. Weil die eigene Achtsamkeit fängt natürlich bei mir an. Und wenn ich mir selbst gegenüber Achtsamkeit und auch liebevoll und so weiter alles sein kann, dann erst kann ich das ins Außen transportieren. Ich kann nur fremde Gärten gießen, wenn mein eigener Garten blüht. Wow, wunderbar, so schöne Worte. Liebe Angelika, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das wunderbare Gespräch. Ich denke, wir werden mit Sicherheit irgendwann einmal in naher Zukunft ein weiteres Gespräch miteinander führen, weil ich sehe schon, du hast auch so
einen Wissensschatz in dir und Gänsehaut immer. Das ist für mich immer ein Zeichen, es resoniert auf eine gute Schwingung bei uns zwei. Und ja, ich denke, ich bin mir sicher, wir werden uns in diesem Jahr wieder über den Weg laufen, spätestens wenn der Peter wieder den Kongress macht. Ja. Oder vielleicht auch früher mal schauen. Ja, in diesem Sinne danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Ihr Ich Lieben danke. da draußen, euch wünsche ich viel Kraft, viel Zuversicht, viel Achtsamkeit. Hört in euch, hört in euer Herz, in euer Herzzentrum rein. Und wenn ihr ein Gefühl habt, jetzt ist nicht der richtige Moment, das oder das zu tun, dann hört auf euren inneren Kompass, dann ist es nicht gut. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Rainer, euer grauer Wolf. Danke, liebe Alles Angelika. Liebe. Ich danke Tschüss. dir. Ja, danke.